Kannst alles nachfragen. Und Jesus. Ja, okay, wer hat denn das Alte Testament herabgesandt? Jesus, wer hat das Alte Testament herabgesandt? Hallo? Ja, wer hat das Alte Testament herabgesandt? Gott. Bei euch Jesus. Allah. Jesus ist doch. Bei euch? Und bei euch? Steht aber von euch. Guck mal. Ja, aber wer hat das Alte Testament laut eurer Theologie herabgesandt? Atheist ist verrückt. Du bist ein Atheist. Du bist ein Atheist. Bin ich nicht? Doch. Nein, ich glaube an Gott. Sonst würdest du doch nicht das Alte Testament angreifen. Du hast doch gerade noch gesagt, dass du ein Problem mit dem Islam hast, richtig? Mit den Hadithen habe ich Probleme. Auch mit dem Koran. Mit den Tafsiren habe ich auch Probleme. Und da werde ich mit den Muslimen darüber reden. Nicht mit dir. Ich rede mit dir über das Christentum, weil du mich mit dem Christentum auskennst. Und das so ja, aber bist du denn noch Muslim? Ja, bist du denn noch Muslim, wenn du überhaupt nicht mal an die Hadithe glaubst? Muslim. Wie kannst du dich da Muslim nennen? Ich bin Gott ergeben. Ich liebe Gott. Nee, das heißt Unterworfener. Allah. Was für Gott ergeben? Ein Unterworfener Muslim. Ja, Islam bedeutet auch nicht Gott Frieden, sondern Gott. Unterwerfung. Darf ich dich noch was anderes fragen? Hast du keine Furcht? Mein Lieber, du glaubst doch an den Islam. Wer ist der Urheber des Alten Testaments? Gott. Also Allah, dein Allah, richtig? Ja, natürlich. Ey, was ist los mit dem Hund, Cesar? Also, ich rede mit dir. Hast du Gottesfurcht? Nein, nur du hast Gottesfurcht. Ich frage dich doch. Ja, ich frage dich doch. Natürlich haben wir Gottesfurcht. Hast du Gottesfurcht? Also fürchtest du Gott? Natürlich fürchtest du Gott. Gott, was böse ist, dass du fürchtest Gott? Ja, warum lachst du? Warum lachst du denn? Kann Gott uns nicht in die Hölle werfen? Fürchtest du dich nicht dafür, dass Gott uns so in die Hölle werfen kann und sein Zorn auf uns liegt? Fürchtest du dich nicht davor? Wer hat das böse? Was für ein Atheismus hier. Geh mal bitte schlafen. Das kann doch nicht wahr sein. Siehst du, die Leute haben gesagt, bitte nicht diese Apple iPhone. Ich habe mich schon wieder darauf eingelassen, auf diesen Unsinn, was der da verbreitet. Selber ist Muslim und macht mir Vorwürfe mit Sklaverei, Tötung und alles Mögliche. Das ist unglaublich. Was eine Heuchelei. Was? Was geht? Ah, ich bin drin. Ich dachte, ich wusste nicht, dass du drin bist. Digga, was geht? Was geht bei dir? Nix. Was geht ab, YouTube? Willkommen zum neuen Video. Was für ein Hoffnung. Sehr, sehr verwirrt. Wer hat das Böse geschafft? Selber glaubt er an Gott und stellt mir die Frage wie ein Atheist. Das ist so heftig, ne? Aus. Ihr seid auch alle wunderschön aus, ihr Lieben. Ihr seht wundervoll aus, ihr wundervoll.
Gott segne euch. Gott segne auch dich, mein Lieber. Wie geht's euch beiden? Mein Bruder hat sich stumm geschaltet. Ja, aber mir geht's gut. Ach so, der ist stumm. Boah, bisschen kühl heute, war nicht mehr so warm. Gehörst du auch zu den Head Street Boys oder was? Ja, sicher. Zu den Head Street Boys. Immer, immer, weißt du, immer mit 40 Tonnen unterwegs. Ja, sehr gut. 40 Tonnen. Ja, so muss das auch sein, hör mal. Sogar ein Kreuz habe ich in der Windschutzscheibe drin. Schön rot LED, dass das ja auch jeder sehen kann. Ja, aber ich hoffe, dass du selber von neuem geboren wurdest und deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. 100%ig, mein Bruder. 100%. Ja, hast du Buße getan? Wir hatten schon mal gesprochen. Wir hatten schon mal zusammen gesprochen gehabt. Erinnerst du dich mehr an mich? Ach so. Doch, kann sein. Ja, stimmt. Warte mal, dein Name, dann weiß ich ungefähr. Netflix, brandneue Filme. Ach so, die Filme, ja. Ja, schön. Was möchtest du uns mitteilen, mein Lieber? Ich wünsche euch allen Gottes Segen und ich hoffe, Dankeschön, dass jedem die Augen geöffnet werden. Amen. Und dass ihr auch mal selber recherchieren tut und dass ihr auf jeden Fall das aktuelle Livestream-Video anschauen müsst auf Amir, sein Kanal, die Abscheulichkeiten des Islams, bevor er wieder einen Strike macht. Hammer, ne? Da werden euch die Augen geöffnet. Das wurde direkt schon ab 18, deswegen sind die Aufrufzahlen auch so wenig, weil das Video ist ab 18 ist, ne? Das ist heftig. Ja, das ist so, ey. Ich wollte mir das anschauen. Und dann sagt er mir, Wiederfreigabe ab 18 Jahren, bitte anmelden, ey. Ja, du musst den Account machen. Das ist heftig. Ne? Ja, genau, das habe ich auch gemacht, aber weil ihr dies nicht gesehen habt, ihr müsst euch das anschauen. Ihr müsst euch das angucken, was das ist überhaupt Wahnsinn, für ein Sekt ist. Ne? Er hat Wahnsinn, das echt wortwörtlich 1:1 genau detailliert. Also besser hätte das mal nicht machen können. Das ist nicht nur wahnsinnig, das ist schon geisteskrank. Stell dir mal vor, meine Videos wären so Pflichtprogramm in den Schulen. Alle würden sich das so angucken und darüber reden. Ich glaube, da würden keine kleinen Kinder mehr zur Schule gehen. Ey. Das ist der Teufel, ey. Machen kann und steuern kann, was er will. Nein, so Religion. Ja, das ist heftig. Stell dir mal vor, man würde so ein Schulfach einrichten, wo meine Sachen, meine Videos immer so gezeigt werden und man die Quellen immer so durchgeht. Das wäre krank, ne? Was meinst du? Wir hätten das direkt eine neue Generation von Leuten, ey. Das wäre heftig. Ich glaube, dann würden viele freiwillig die Religion, glaube ich, wechseln, ey, weil das ist aber auch ein Thema, das ist echt heftig so, ne? Vor allem der Schweinfurt, ne? Dass er nicht dazu stehen will, ey, verstehe ich nicht. Vor allem sein Gelehrter hat es ihm doch beigebracht, oder nicht? Das ist der Wahnsinn, ist das, ehrlich. Aber Hauptsache mal den Arm hier da in den Videos fertig machen, weißt du, der Schweinfurt. Aber nicht dazu stehen, was ihm sein Lehrer beigebracht hat, weißt du? Ja, der Sheikh Ibrahim, der hat ja seinen Lehrer, Sheikh Al-Adawi. Und er hat in einer Live-Show, dass Aisha die Männer der Quraysh gestillt hat. Das ist unfassbar. Genau so sieht's aus. Deswegen verstehe ich die ganzen Leute nicht, die so an so einem Glauben dran halten und anderen Leuten erzählen wollen, dass das der beste Mensch der Welt ist. Ja, was das ist doch, das ist doch der Wahnsinn, dass sie sagen, Mohammed war so, Mohammed war dies, Mohammed war das. Ganz ehrlich, Mohammed war sexsüchtig. Wortwörtlich. Das ist einfach so. Das müssen doch die Leute mal langsam verstehen. Das ist ja so, wenn ich zu dir hingehen würde als Moslem. Ne? Ich bin jetzt ein Prophet und sage, hey Amir, du hast eine wunderschöne Tochter. Die ist ja gerade mal 6 Jahre alt. Allah hat mir gesagt, ich darf sie heiraten. Musst du mir jetzt geben. Auch wenn wir uns schon über 30 Jahre lang schon kennen. Mit 60 Jahren so. Ey, das ist doch krank. Mach das mal heute bei einem Muslim, ey. Der wird dich dafür umbringen, weißt du? Obwohl er es ja Mohammed getan hat. Du siehst ja, dass der Abu Bakr selbst ein Problem damit hatte, ne? Dass der ja, sicher, er hat das ja selber geschrieben, hat in Sahih Buhari. Kann man alles nachschlagen, nachsehen. Weil diese Religion, das ist doch keine Religion, was man Religion nennen kann.
Das ist auch niemals vom lieben Gott her gesandt worden. Dann 600 Jahre später, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, das ergibt doch gar keinen Sinn, ey. Das, als ob sich der liebe Gott 600 Jahre später sich entschieden hat, was anderes rauszubringen. 600 Jahre später. Vor allem, allein schon, dass sie die Erkenntnis, die Erleuchtung nicht einsehen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Bist du Türke? Nee, ich bin Albaner, mein Freund. Also, ich dachte gerade, weil du gesagt hast, Ulum. Ulum. Nee. Oder hast du das gerade gesagt? Ich dachte, ich habe das gehört, Ulum. Ach so, nee. Ich habe gesagt, Leute. Ach so, okay. Dass sie das alle nicht begreifen wollen oder so, verstehe ich nicht. Vor allem, du machst das ja schon ein bisschen länger mit den Videos. Weißt du, ich habe dir ja schon von Anfang an schon deine ganzen Videos angeguckt, von Anfang an. Und dass die Leute das immer noch nicht verstehen, verstehe ich nicht. Also, ja, für mich Fragezeichen im Kopf. Dahinter stecken. Ich meine, du weißt ja, dass die Wahrheit wehtut. Du weißt doch, die Menschen möchten lieber in einer Lüge leben bleiben, anstatt die unangenehme Wahrheit zu akzeptieren. Ja, dann gibt es ja Muslime, die sagen, ja, ich glaube nur an den Koran, nicht an die Hadithen, nicht an die Sunnas. Ja, was bist du denn für ein Muslim, Mama? Schon los. Ja, was genau. Bist du denn für ein Muslim, ey? Aber wenn du so einen Hardcore-Muslim hast, weißt du, sagst du, ja klar. Wir haben einen ganz komischen Crew. Was bedeutet nochmal Kopf bei euch? Crew, ne? Ja, richtig, genau sieht's aus. Und wenn du jetzt einen Hardcore-Muslim hast, sag ich mal, ne? Der steht dazu, der sagt ja. Du darfst kleine Kinder heiraten und mit denen Geschlechtsverkehr treiben und so weiter und so fort. Ja, wir stehen dazu. Das ist bei uns ganz normal. Ja, du siehst ja, wenn zum Beispiel die Muslime dann ehrlich wären und das so preisgeben, dann würden alle, also so der Großteil der Muslime würden dann alle den Islam verlassen. Was würde dann noch übrig bleiben? Ein paar Salafis und Wahhabis. Das war's. Ja, ganz genau so sieht's aus. Ey. Ja. Nur das Problem ist, die Leute trauen sich nicht, den Islam zu verlassen. Wegen der Todesstrafe. Wenn es die Todesstrafe nicht geben würde, was glaubst du, wie viele Moslems den Islam verlassen würden? Ja, so sieht's aus. Deswegen so. Ich noch dazu? Nein, ja, dann mach das. Hol mal den nächsten, okay, der eine besondere Frage hat. Gott segne dich auch, mein Bruder. Ciao. Esa, bist du wieder da? Nein. Nein. Ich höre auch deine Stimme nicht. Hallo. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Gott segne euch alle. Hetzerei, Stimmen. Gott segne auch wir. Also, was ich kurz loswerden wollte, ich wollte erstmal sagen, dass Allah meiner Meinung, wie ich geforscht habe, dass er, also Allah, das bedeutet auf Hebräisch Fluch. Ne? Man kann auch nachschlagen. Ja. Zweitens, Allah, Hebräisch Fluch. Genau, auf Hebräisch stand bedeutet das Fluch. Ja? Also für mich ist persönlich Allah der Satan persönlich Schicksal. Zweitens, wenn die Leute sterben, dann kommen die zu Allah, da bekommen sie 70 Jungs auf. Da kann man Geschlechtsverkehr haben mit denen. Und jedes Mal, wenn man mit einem Geschlechtsverkehr hat, die werden sofort Jungs auf. Normalerweise, meiner Meinung nach, das ist einig. Wo keine Sachen, da was man so treibt, so die Themen, ne? Das ist unglaublich. Wie kann Allah heilig sein? Ne? Wie kann man nicht immer irgendwelche Sachen umtreiben, was überhaupt gar nicht Der Allah macht aus einem heiligen Ort einen unheiligen Ort. Ja, genau das meine ich. Wie geht das? Wie kann das Gottes weg sein? Gott ist doch heilig, oder? Ne? Und zweitens, wo Prophet Mohammed bei diesem Engel da, Gabriel, ne, ihm entschieden, das war kein Gabriel, sondern Gabriel, das ist ein Dämon. Wenn man ein bisschen so nachforscht, ne? Angeblich war das Gabriel, also auf jeden Fall, meiner Meinung nach, wie gesagt, der hat Kinder rumgetreibt, der hat Gewalt. Sich ganz Islam verbreitet.
hatte viele Sklavinnen gehabt, mehrere Frauen gehabt, obwohl er noch hier und so weiter und so fort. Wenn ich mal Mohammed vergleiche mit Jesus Christus, das sind zwei verschiedene Paar Socken, mal so, zwei verschiedene Welten, so wie Jupiter und Mars. Es kann niemals ein Gott sein, niemals sein. Also Jesus hat Leute auferweckt, geheilt, Taube, Reden, Stumme, Kranke, Tote hat er aufgeweckt. Ne? Mohammed, was hat er gemacht? Nur Kopf zerstört. Chaos. Und so wurde auch Islam verbreitet. Meine Mutter ist Muslim, mein Vater ist christlich. Beide sind nachgeholt. Da habe ich mich natürlich entschieden. Christentum. Ich bin evangelisch und mein Vater orthodox ist. Da hat er auch nicht gefahren, da bin ich auch ausgestiegen. Die Orthodoxen, die bitten Bilder ab, Götzen ab. Die haben irgendwelche Traditionen, die gar nicht in der Bibel existieren. Da bin ich natürlich da weggegangen. Ich tue so und sage, wenn man in der Bibel steht. Ja, und gibt es auch in dieser Seite und diese Seite, also falsche Sachen. Ne? Man muss richtig den Weg gehen, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das. Also das wollte ich nur noch. Gott zum Gottes Segen euch laden. Danke dir für deine Worte. Ja. Gott segne dich, mein Lieber. Alter. Hey! Du kennst ihn direkt. Krass. Lass uns dich jetzt miteinander. Ich bin wild, ich will kämpfen. Ich bin, du willst kämpfen? Ach du Heiliger. Warum willst du kämpfen? Was hast du denn davon? Was hast du denn davon, mit mir zu kämpfen? Was hast du? Fühlst du dich dann besser oder was? Nein, ich dachte dir, ich will dir das Böse aus dem Körper. Was? Das Böse aus meinem Körper? Ja, aber was machst du, wenn sich das trotzdem da drinnen festhält? Was machst du denn dann? Auch wenn wir es gekämpft haben. Ja, ich hab dir die Hand gegeben. Ich hoffe, dass du bist. Was? Ich hoffe, dass der Allmächtige mir die Kraft gibt, sich zu Besinnung, zur Rechtleitung schlagen. Du willst mich zur Rechtleitung schlagen? Dann kommst du wieder zu uns Muslimen, mein Bruder. Wir lieben dich doch, komm! Du bist ein Reza, der will mich dann schlagen, damit ich wieder zur muslimischen Seite komme. Ja, das ist dann die islamische Behandlung von Frieden. Damit man den Frieden aus dir raus. Das, man muss dich zum Frieden prügeln. Man muss den Frieden prügeln. In dir einprügeln, den Frieden. Ach du Heilige, das kann nicht mehr wahr sein, ey. Was macht ihr da mit euren Köpfen? Du warst doch nie ein Christ, mein Lieber. Du warst doch nie ein Christ. Hättest du einmal den Herrn Jesus Christus erlebt, hättest du den Herrn Jesus Christus gefolgt, würdest du nicht auf die Idee kommen, irgendwie von ihm wegzugehen. Was redest du da? Unser Prophet Jesus hatte nur 12 Jünger, der arme Mann. Keiner hat ihm geglaubt. Der hat 33 Jahre geprägt. Und der hat 3. Leider. Verlorene Seelen. Ne? Da musst du nie beten. Das ist Hardcore einfach. Weil wie ignorant kann ein Mensch sein? Ne? Es ist grenzenlos, die Ignoranz. Lesa, ich prügel. Ich prügel dir den Frieden ein. Mit dem Basie. Die den Pfirsing ein, Lesa, bist du wieder. Friedlich wirst, Lesa. Ja, das ist halt islamische Medizin. Ne? Es wird alles eingeprügelt, die ganze Medizin.
Wenn du Schnupfen hast, musst du 30 Hiebe bekommen, damit dein Schnupfen weggeht. Wie? Wenn du Krebs hast, musst du 3000 Schläge bekommen. Besser. Es ist alles mit Schläge und Gewalt. Nee, da wurde Kamelurin. Kamelurin, das ist aber ein Krebs. Achso, ja, stimmt, hab ich vergessen. Hörst du mich besser? Ja, ich höre dich. Ja, ich komme verzögert rüber, ne? Ich glaube, die Verbindung ist sehr, sehr schwach. Ja. Ja, aber da siehst du mal, ne, dass dieser islamische Geist ein sehr, sehr bösartiger Geist ist, ne? Der sich in den Leuten manifestiert hat, ne? Ja, natürlich. Entweder hast du den Heiligen Geist oder du hast einen weltlichen Geist. Und du weißt, dass der in der Welt ist, der Satan mit seinen Dämonen, die eben von Menschen Besitz ergreifen. Da bist du halt unter der Führung bzw. unter der Macht des Satans. Wenn du nicht unter der Macht des Heiligen Geistes bist, bist du automatisch unter der Führung und der Macht. Das sind diese zwei Ebenen. Entweder Gott oder Satan. Und wenn du nicht unter der Führung Gottes bist, bist du automatisch unter der Kontrolle Satan. So einfach ist es. Also dieser Kampf zwischen Heiliger Geist und unreinem Geist. Also du sollst zurückkommen zum Islam und dann Kinder heiraten. Ja. Ja, wir haben alle unter unreinem Geist. Komm zurück zum Islam, dann Sechsjährige heiraten. Ja, das ist grausam. Grausam. Und das Schlimme ist ja, die Muslime wissen ja gar nicht, dass die bald die ganze gesamte islamische Welt benutzt wird vom Herrn. Wir sind hier gerade Update für ein YouTube-Video. Wir sind ja auch so. Um eben Israel anzugreifen demnächst. Die gesamte Muslime werden benutzt vom Herrn, um Israel anzugreifen. Das wissen die ja gar nicht, dass die sowieso Apokalypse, Bauernopfer. Ja, ja, genau, dass sie als Bauern Kanonenfutter benutzt werden. Demnächst. Damit sie ihre Aufgabe tun können. Sacharja 13,8, da werden sie Israel angreifen und zwei Drittel von Israel töten. Der letzte Drittel wird übrig bleiben. Ein Drittel wird übrig bleiben. Und dann kommt der Herr Jesus zurück und wird dann diesen Angriff und die ganzen Angreifer pulverisieren. Sacharja Kapitel 14. Alexa antwortet, blockier mal bitte diese Fritte, der hier eine Anfrage geschickt hat. Alexa antwortet, blockiere Fritte. Dieser Kindergarten hier, das kann ja nicht wahr sein. Hier kommt Alex. Vorhang auf. Reza. Ja. Also ein Drittel der Muslime wird dann umkommen, oder was? Ein Drittel von Israel. Ja, meine ich doch, genau. Entschuldigung. Ja. Also die islamische Achse, der König des Nordens. Ah, stimmt, der König des Nordens. Iran wird auch eine große Rolle spielen. Ja, natürlich, weil wenn die Muslime sich zusammentun, dann interessiert keine Sunnis und Schiiten. Wenn der Feind Israel ist, dann tun sich alle zusammen. Gemeinsamer Feind. Und dann marschieren die zusammen auf einmal, Sunniten und Schiiten. Auf einmal haben die keine Probleme miteinander. Wenn der Feind Israel, dann sind sie sich ja beide einig. Bei dem gemeinsamen Feind. Und dann Daniel 11, der König des Nordens, marschiert gegen Israel. Das ist die islamische Achse im Norden von der Assyrer. Wird er auch genannt, der Verwüster.
in Jesaja Kapitel 16, der Verwüster. Also der König des Nordens, die islamische Achse. Ägypten auch. Und der König des Südens, Ägypten. Es wird zusammen, also agieren. Mit dem König des Nordens, Israel angreifen. Also sie werden Israel sich alle zusammen tun? Ja. Israel angreifen. Und Israel hat natürlich Superwaffen und sind sehr gut ausgerüstet, aber das wird dir nichts nützen, weil wenn auf einmal 100 Millionen Leute marschieren gegen dich, dann ist vorbei. Wenn eine Milliarde gegen dich marschiert, was willst du tun? Ja, egal wie viele Bomben du auf die wirfst, die marschieren trotzdem weiter. Deswegen habe ich auch den Film World War Z entschlüsselt, damit die Leute sehen. Ja, stimmt. Wenn die ganzen islamischen Horden da in Jerusalem einfallen, dann zeigen die in dem Film genauso, wie die israelitisch lebendig auffressen. Die Juden im Israel. Wahnsinn. Ihr Lieben, schaut euch auf YouTube meinen Film Entschlüsselung an. World War Z mit Brad Pitt entschlüsselt auf YouTube. Dort zeige ich Sequenz für Sequenz. Wie die Muslime in Israel einfallen werden und die Israelitis töten werden. Ist aber so laut bei dir mit den Hintergrundgeräuschen. Fahrgeräuschen haben hier. Bei mir? Ja, sehr. Bei mir? Ja. Ist doch alles in Ordnung. Und schön. Die Hintergrundgeräusche, die Fahrgeräusche sind sehr laut. Ach so. Jetzt besser oder was? Nee, ich glaube wegen dem Headset ist das. Wegen dem Hetzer? Wegen dem Hetzer, ja, ja. Ja, also dein Vortrag, dieses World War Z entschlüsselt, das ist einfach nur ein Wahnsinn. Wie das schablonenartig perfekt passt, ne? Über die ganzen Prophetien aus der Bibel. Ne? Und die ganzen Verse aus der Bibel dann auch so zitiert werden, ne? Mit Zion und alles Mögliche. Ne? Ja, ja, genau. Weil Israel wird der Hauptschauplatz sein im Dritten Weltkrieg. Deswegen heißt es ja World War Z. Z ist ja der letzte Buchstabe des Alphabets. Zion. Das heißt, der letzte Weltkrieg. Zion. Erstmal für Z, für letzte Buchstabe des Alphabets. Das heißt also, das ist der letzte Weltkrieg der Erde. Und der Hauptschauplatz wird Zion sein. Deswegen sowohl Z für Zion als auch der letzte Weltkrieg, der dritte Weltkrieg. Das ist krank. Ja, heftig. Und das haben wir noch vor uns. Und es wird bald geschehen. Sobald die Gemeinde entrückt ist, werden die apokalyptischen Gerichte losgelassen, ne? Ja, ja, warte mal kurz. Ja. Ja, also nochmal für diejenigen, die den Vortrag nicht kennen. World War Z, entschlüsselt von meinem Bruder, ne? Auf YouTube. Einfach nur genial, ne? Wie er systematisch alles aufzeigt, was bald abgehen wird. Das ist unglaublich. Ja, da könnt ihr euch mal reinziehen, wie der Krieg, vom König des Nordens, die islamische Achse, auf Israel dann vonstatten geht. Ne? Unfassbar. Ja, traurig, wenn man das Schicksal der ganzen Welt weiß. Ne? Was mit den Muslimen passiert, was mit der Welt passiert, was mit Israel passiert, wir wissen ja alles. Bis aufs letzte Detail wissen wir alles, was mit der Menschheit passiert. Aber die Menschen Israel wissen es nicht. Die Muslime wissen es nicht, was mit denen passieren wird. Übrigens, während der Dingens Drangsalzeit werden ja die Muslime nach Moab fliehen, ne? Nach Jordanien. Und die werden dort ja versorgt werden, ne? Die werden von den Arabern versorgt werden, die letzten 3,5 Jahre.
Das heißt, es gibt auch gute Muslime, die dann halt die, die Juden aufnehmen werden. Die werden nach Moab fliegen und dann werden die dann halt dort versorgt werden für 3,5 Jahre. Ja, Matthäus 24 spricht ja der Herr, wer es sieht, der beachte es, dass er nicht zurückgeht in sein Haus, um was zu holen, sondern direkt fliehen nach Jordanien rüber. Und die Jordanier, Moab, wird dann die Flüchtlinge aufnehmen, die jüdischen Flüchtlinge. Das heißt, es gibt auch gute Beispiele für Muslime. Ja, während halt die meisten 99% der Muslime Israel angreifen, nimmt Jordanien zum Beispiel viele, also die Erstlingsfrüchte von Israel auf, die Juden. Und versorgt sie. Also es ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Ja, aber diese ganze die Hand hat der Mohammed losgetreten gegenüber den Juden. Ne? Ja, natürlich. Und der Herr hat es erlaubt, weil der Herr diese Muslime vorbereitet, um gegen Israel zu kämpfen, um gegen Israel hochzuziehen. Siehst du, wie der Herr benutzt? Wenn du, der hat auch keine Gnade mit seinem eigenen Volk. Wenn, selbst mit seinem eigenen Volk, wenn du dann untreu bist und abfällst, dann wird auch Leute gegen dich aufholen. Das hat damit nichts zu tun. Der hat zwar Israel versprochen, dass er ihnen das tausendjährige Reich gibt, aber trotzdem müssen die auch erstmal bezahlen. Die werden auch bezahlen, mit 2/3 Tote. Das Video heißt World War Z. World War Z von Risa. Alexa antwortet, pin das mal bitte an. Danke. YouTube und dann World, also Welt, War, Krieg, Z. World War Z entschlüsselt Reza Arapur. Das findet man ganz leicht auf YouTube.
Auf jeden Fall, die ganzen Filmentschlüsse von meinem Bruder sind ein Pflichtprogramm für jeden, der wissen will, wie es in der Zukunft weitergeht, ne? Was die Bibel da sagt. Und anhand der von Hollywood-Filmen sehen wir, wie der Teufel so die ganzen Sachen da rein verpackt hat und den Menschen so als Blockbuster verkauft, ohne zu bemerken, dass der Teufel einfach von der Bibel die Prophezeiungen klaut und sie in Filmen packt. Und die profane Welt da draußen rafft ja gar nichts. Das ist so krank. Das ist einfach so, so heftig. Ja, Gott sei Dank gibt es dann meinen Bruder, der dann das Ganze mit einem aus einem anderen Blickwinkel dann betrachtet, ne? Und bemerkt, aha, da stimmt doch irgendwas nicht. Kann es sein, dass der Teufel da wirklich seine Machenschaften, die er auf der Erde hat, so wie in der Bibel steht ja auch 2. Korinther 4,4, dass er der Gott dieser Weltzeit ist, dieser Welt, und hier auch seine Diener hat. Und dem Teufel geht es nur um Jesus Christus. Ne? Das ist sein einziges Problem. Jesus Christus. Das merkt man durchweg der ganzen Stars, wie die alle sich als Jesus Christus als Antichristen outen. Jeder will von ihnen Jesus sein. Ja, Otto Waalkes hat ja jetzt auch einen neuen Film gemacht. Catweasel. Ja, habe ich gesehen. Ja, Wahnsinn. Und ihm geht ja, es auch wieder Licht, es werde Licht. Ja, ja, es werde Licht. Und ich bin das Licht der Welt, sagt er. Wahnsinn. Ja, und verspottet den Herrn Jesus Christus. Da macht er so Taschenlampe an. Also für Licht macht er, sagt er, das ist hier Elektrizität. Mein Licht ist Elektrizität. Und verspottet die Wundertaten des Herrn. Und wer lacht darüber, Lisa? Und wer lacht darüber? Ja, die ganze abgefallene Christenheit. Ja, genau. Genau, das ist halt die Strafe dafür, ne? Die alle als Babys getauft wurden und jetzt den Herrn Jesus Christus auslachen. Ja. Ja. Weil die nicht geglaubt haben, weil sie eben nicht vertraut haben, dass das Wort Gottes wahr ist, dass der Satan hier auf der Erde ist mit seinen Dämonen und das Sagen hat. Deswegen sind die absolute Opfer jetzt in der Hand des Satans. Und Satan macht immer wieder Filme und setzt dann seine Leute, die ihm ihre Seele verkauft haben für Ruhm und Reichtum, anstelle des Herrn Jesus Christus, und schiebt es ihnen unter, und die verehren halt diese Stars anstelle des Herrn Jesus Christus. Das ist so ein trauriger Fall, und das ist so bösartig. So bösartig. Grenzenlos. Grenzenlos bösartig. Grenzenlos finster. Welchen Film würdest du denn als nächstes entschlüsseln, Lisa? Ich habe mal kurz einen Ausschnitt gesehen aus dem neuen Film Barbie. Ja, Barbie und Ken. Ja, Barbie und Ken leben in so einer Art Dingens Paradies, und auf einmal macht sich dann Barbie auf und geht aus diesem Paradies raus in eine neue Welt von Sündern. Und der Ken sagt, ich komme auch mit dir mit. Ich gehe auch mit dir diesen Weg von diesem Paradies raus in diese Welt voller Sünder. Was glaubst du, wer Barbie und Ken da in dem Moment präsentieren? Das Adam und Eva, die Geschichte von Adam und Eva. Und das raffen die Leute nicht. Ja. Das ist so krank, Mensa. Jeder Film. Ist verschlüsselt Bibel. Jesus Christus oder eben Dingens. Adam und Eva. Der Danny kommt rein. Gott segne, hallo. Hallo, Bruder Dennis.
Gottes Segen. Wie geht's euch? Ganz gut. Der hier, Amir, der sieht ja nur Dreiecke. Der sieht nur Augen und Dreiecke den ganzen Tag. Ja, aber ich wollte einfach mal der Daddy sieht nur Dreiecke und Augen den ganzen Tag. Ja, ich wollte auch was über die Filmentschlüsselung sagen. Resa, du musst, wenn du nächstes Mal einen Film entschlüsselst, mach mal bitte Peter Pan. Das ist heftig. Mach mal bitte diesen Peter Pan. Ja, ja, der ist richtig heftig. Wie bitte? Ja, ich habe den gesehen, der ist wirklich sehr gut. Ja, ja, da sind wieder sehr viele also Parallelen Peter, zum den alten Christus. Film. Ja, der alte Film, das ist richtig mit, heftig, der Film. Da reden Robbie die Kinder Williams. Immer wieder zu ihm, du musst glauben, glaube, dass du es bist. Das ist richtig heftig. Ja, ja, ja. Und Peter Pan besiegt am Ende den bösen Einäugigen, da hat so eine Augenklappe, der Captain Hook. Ja, und weißt du... Ja, der Captain Hook, ja, genau. Ja, und Peter Pan, muss mal gucken, da gibt's eine Szene, da wird er getauft. Von Captain Hook wird er getauft. Muss mal sehen, ja, das ist richtig heftig. Das ist sowas von krank. Es ist richtig krank. Ich hab den gesehen, der ist wirklich gut. Ja, den müsste ich mal wieder machen, ne? Den müsste ich mal machen demnächst. Ja, ja, und dann musst du sehen, am Ende hat er so ein Schwert und dann kommt er so in den Wolken und die ganzen Kinder knien dann alle vor ihm nieder. Ja, die Kinder Gottes halt. Ne? Ja, und sagen, du bist es. Du bist der Messias, du bist der Retter. Ja, ja genau, heftig. Das ist richtig heftig. Ja. Aber ja. Lisa, wolltest du dich Pleasantville auch mal entschlüsseln? Pleasantville? Ja, Pleasantville ist auch sehr brutal. Pleasantville ist auch extrem. Sehr eindeutig. Also bei Pleasantville müsste ich gar nicht mehr entschlüsseln. Für die Leute, also für die Geschwister, die schon das Ganze gesehen haben, meine Arbeit verfolgen und das verstanden haben, worum es geht. Pleasantville ist zu eindeutig. Aber für die Welt da draußen, klar, das muss ich dann wieder entschlüsseln, weil sie halt nicht den Geist Gottes haben, weil die das nicht sehen. Ja. Weißt ansonsten du, was du... Halt, ja. Was ich auch wirklich krank finde, du musst dir vorstellen, die Leute gehen in die Kinos und hören eigentlich die ganze Zeit den Herrn Jesus. Verschlüsselt. Ja. Ist so krank. Ja. Ja, weil ihre Augen zu sind. Ja. Deswegen ja. Heißt es ja im Wort Gottes, 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Satan die Sinne verblendet, wie so eine Art Trance. Also die Augen in Trance und so weiter versetzt, damit sie nicht sehen können. Die Menschen befinden sich ja in einer Art Trance-Zustand, was der Satan halt erzeugt hat in ihnen. Durch Manipulation und durch Verwirrung und durch Verführung hatte die Menschen unter Bewusstseinskontrolle. Und deswegen können sie diese Filme tausendmal gucken, die würden das niemals begreifen, dass sie dort die Bibel sehen. Ja, ja, niemals würden die da drauf kommen. Ja. Matrix 4 ist ja rausgekommen. Also, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der müsste auch wahrscheinlich total voll sein mit okkulten Botschaften. Zum Beispiel Squid Game, das musst du dir mal anschauen. Wo ich Squid Game geschaut habe, da gibt es sehr, sehr viele Stellen. Zum Beispiel am Anfang, wenn die Folge anfängt, ist so direkt erstmal ein Kreuz. Und dann der Typ, der Darsteller, sitzt dann in so einer Bahnstation und dann kam einer zu ihm und dann hat er gesagt, glaubst du an Jesus? Einfach so. Er hat gesagt, ich glaube nicht an Jesus. Ja. Aus dem Nichts. Ich kenne die Szene. Ja, Hannibal. Der zweite Teil hier, Hannibal Lecter. Kennst du ja, ne? Hannibal, den Film. Der zweite Teil. Ganz normal. Jesus Christus. Hannibal setzt sich anstelle des Herrn Jesus Christus. Das ist so krank. Deswegen ist auch im Film auf einmal mittendrin, fragt dieser Mann, der von Hannibal eben misshandelt wurde, fragt er die Agentin Clarice, glauben Sie an Jesus Christus? Ja, mir.
Du musst mal für die Leute erklären, die noch nicht wissen, was du da eigentlich für eine Arbeit betreibst, die jetzt drin sind, die ich noch nicht kenne. Das musst du denen erklären, damit sie nachvollziehen können, worüber du da redest. Ja, es ist so, ihr Lieben, dass Satan ja Hollywood und so weiter beherrscht. Und die sämtlichen Filme, die er produziert, durch seine Handlanger, durch die Regisseure und Schauspieler, die ihm ihre Seele verkauft haben für Ruhm und Erfolg, verschlüsselte den Herrn Jesus Christus in den Filmen. Und die Ehre des Herrn Jesus Christus wird gestohlen und dem Schauspieler gegeben. Und die Geschichte von Herrn Jesus Christus wird immer verschlüsselt anders dargestellt. Ein Beispiel ist der Superman. Er kommt ja, also der Vater sendet seinen Sohn aus einer anderen Welt in unsere Welt hinein. Und das ist ja der Vater, Gott, der Vater, der von der Welt, von der geistigen Welt seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt hineingesandt hat. Und der Sohn wächst als ein normaler Mensch auf, aber ist gleichzeitig auch gottstark. Du siehst, der Superman hat ja zwei Seiten. Den schlägst du und der schlägt dich nicht zurück, Clark Kent. Das ist die menschliche Seite von Jesus Christus. Aber der ist auch Superman auf der anderen Seite. Das ist die göttliche Seite von Herrn Jesus Christus. Mensch und Gott in einer Person. Darf ich aber noch ganz kurz was sagen? Unsterblich, unbesiegbar. Weißt du, was ist bei Superman, wenn du Superman schaust, was fällt dir auf bei Superman? Seine fleischliche Form und seine göttliche Form. Ja, genau. Also seine menschliche Form und seine göttliche, also Mensch und Gott in einer Person. Ja. Und das ist nur ein Beispiel, wie Hollywood eben den Herrn Jesus Christus verschlüsselt in den Filmen. Der Film Matrix ist ja absolut Jesus Christus und die Dreieinigkeit. Deswegen heißt die Frau Trinity, also Trinität. Die drei Personen, also die drei Hauptpersonen der Matrix, Morpheus, Trinity und Neo, symbolisieren ja die drei Personen der Gottheit der Bibel. Die Trinität, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Neo repräsentiert Jesus Christus, den Sohn. Und so weiter und so fort. Und sämtliche Filme sind immer biblisch verschlüsselt. Jesus Christus. Und da könnt ihr halt auf YouTube hingehen. Auf YouTube gibt ein Reza Arapur entschlüsselt, weiß ich nicht, E.T. der Außerirdische. Einfach Matrix. Reza entschlüsselt. Einfach Reza entschlüsselt, dann findet ihr schon die ganzen Sachen. Ja, Reza Arapur entschlüsselt. Dort erkläre ich Sequenz für Sequenz, also anhand der biblischen Verse, wie diese Filme entschlüsselt sind und dann, also verschlüsselt sind und dann entschlüsselt und dann dekodiert, also dann dekodiere ich halt den ganzen Film. Und dann seht ihr halt mit euren Augen, wie diese Filme eben immer wieder den Herrn Jesus Christus verschlüsselt darstellen. Ja. Jetzt müssen wir langsam warm wieder. Reza. Ja. Kannst du an einen Gott glauben, der nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen? Reza, allein nur diese Tatsache, sich mal das durch den Kopf gehen zu lassen, oder? Nein. Nein, da würde ich Zweifel haben, dass er auch beim dritten Mal. Man sagt ja, wer einmal lügt, den glaubt man nicht mehr. Der ist dann nicht mehr vertrauenswürdig. So sieht's aus. Also wir müssen ja Gott vertrauen können, ne? Also wir müssen ja Gott vertrauen können, dass er sein Wort bewahren kann. Ja, wenn er einmal sein Vertrauen verliert, dann ist es vorbei. Wenn er nicht vertrauenswürdig ist, dann ist es vorbei. Weil wer gibt uns die Garantie, dass er beim dritten Mal nicht auch verfehlt, wenn er schon zweimal verfehlt hat? Ja, das waren auch so. Alleine schon, dass er zweimal verfehlt hat. Alleine schon, dass er zweimal verfehlt hat, ist schon. Zweimal hat er denselben Fehler gemacht, der sagt, ne? Ja, ja. Das zeigt also, dass er nicht der allmächtige Gott ist. Ja. Außerdem, wie du schon sagtest, die Juden sind ja sehr akribisch mit ihrem Wort.
das Wort Gottes. Die bewahren es ja akribisch. Und das müsste ja so eine Verfälschung stattgefunden haben, dass die ganzen Juden innerhalb von Jahrtausenden nichts bemerkt haben. Obwohl dir jede Woche in die Synagoge die ganzen Schriften vorlesen. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte sind doch in den Synagogen ja die ganzen Ältesten, die ja über das Wort wachen. Das ganze Volk, die ganzen Ältesten, die Rabbis. Auf einmal merken die nicht, dass auf einmal alles verändert wird. Das macht doch von vorne bis hinten keinen Sinn, Leute. Aber wenn man eben leichtgläubig ist und alles glaubt, dann wird man verführt. So einfach ist das. Bruder Reza, welche Entschlüsselung auch sehr, sehr gut ist mit Korn der Barbaren. Diese Rituale, das ist heftig. Also Conan der Barbar, ja, das ist auch wieder, ja, Arnold Schwarzenegger setzt sich sehr oft in den Filmen anstelle des Handys. Das ist einer meiner Lieblingsexplosionen auch von dem Conan der Barbar, wo der sich gekreuzigt wird und gegen die Schlange kämpft und sowas. War auch sehr brutal. Der Schlange den Kopf zertritt. Ja. Ja, Arnold Schwarzenegger, wie gesagt, sehr, sehr oft, genau wie Keanu Reeves, sehr oft sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzt in den Filmen. Und ja, hier einer seiner neuesten Werke, Keanu Reeves, mit John Wick. Ja, John Wick. Was ist denn John Wick? Der ist ganz friedlich am Anfang. Der wird angegriffen vom Bösen, aber der ist sehr friedlich. Dann wird seine Frau getötet, das bedeutet also, das ist symbolisch für die Braut Christi, die durch die Sünde umkommt, der Satan, der die Braut Christi verführt, und durch die Sünde kommt es zum Tod der Braut Christi, und dann rächt er ja seine Frau an den Satan. Und er ist unsterblich, unbesiegbar, obwohl er ein Mensch ist, aber er ist einerseits ein Mensch, John Wick, aber auf der anderen Seite ist er unbesiegbarer Gott, das geht doch gar nicht. Und das ist wieder diese zwei Seiten. Und man muss immer darauf achten bei diesen Jesus Christus Schlüsselfiguren da in den Filmen, dass sie immer wieder in die Seite gestochen werden, in den Bauch gestochen werden, durch Messer oder durch eine Granate, immer wieder, also Seite. Und dann fallen die in Ohnmacht und dann stehen die wieder drauf und dann. War das aber Brad Pitt der Fall? Wo war das in welchem Film? Nochmal? War das nicht auch bei Brad Pitt in einem Film der Fall? Ja, genau, bei World War Z. Brad Pitt hat auch so eine Lanze in seiner Seite. Und dann zieht er halt diese Lanze raus. Und das ist eben diese Lanze in der Seite des Herrn Jesus Christus am Kreuz, der Tod. Und Brad Pitt ist da so in so einer Art Koma, während er die Lanze in seiner Seite hat. Und dieses Koma symbolisiert den Tod am Kreuz. Und dann steht er auf, ja, kommt er zum Atmen, und dann steht er auf und besiegt dann das Böse. Es ist immer wieder dieselben Themen, die da verschlüsselt werden. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zu dieser Koran. Das Koran-Aussage, dass die Bibel ja verfälscht ist. Du siehst ja, dass jede Geschichte der Bibel immer ein Hinweis auf Jesus Christus ist. Wenn wir zum Beispiel Dinges anschauen, Adam und Eva, die Geschichte von Adam und Eva ist ja auch im Koran. Aber da ist immer ein Copyright auf jede Geschichte von der Bibel, ein Hinweis auf Jesus Christus. Denn Eva wurde ja verführt durch die Schlange. Und Eva wurde ja sterblich, aber Adam wurde ja nicht verführt. Adam ist einfach der Eva in die Sünde gefolgt, weil er sie liebt. Und Adam ist ein Bild auf Jesus Christus, das seiner Braut nachgeht, dem Tod, der todgeweihten Braut nachgeht und die Sünde auch auf sich nimmt, obwohl er nicht gesündigt hat. Eva wurde ja verführt. Aber Adam nimmt die Sünde auch auf sich, das ist, wo der Herr Jesus die Sünde von Eva auch auf sich genommen hat, also die Sünde der Brautgemeinde. Und auch sterblich wurde, auch mit dem Tod bezahlt worden hat. Warum ist es so laut?
Was? Ja, die Hintergrundgeräusche bei diesem Laut. Also jede Geschichte ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Adam symbolisiert Jesus Christus und Eva symbolisiert die Brautgemeinde Jesu Christi. Die Eva, Brautgemeinde, deswegen heißt es in Epheser 5, Vers 25, dass die Männer ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Brautgemeinde geliebt hat. Wie er seine Braut geliebt hat. Also wir symbolisieren auch gleichzeitig Adam, die unsere Frauen Eva lieben sollen und bereit sein sollen, für sie in den Tod zu gehen. Ja? Also du siehst, jede Geschichte aus der Bibel hat einen Hinweis auf Jesus Christus, und wenn der Koran diese Geschichten stiehlt, da kann man ja diesen Copyright erkennen, dass da gestohlen wurde. Das passt ja gar nicht mehr zu dem islamischen Erlösungsweg. Die nächste Geschichte. Kain und Abel. Was symbolisiert Kain, der seinen Bruder totschlägt, weil der Abel ein besseres Opfer gebracht hat? Aus Neid. Was symbolisiert Kain, was symbolisiert Abel? Kain, der Brüdermörder, symbolisiert der Israel, die den Abel umgebracht hat aus Neid, weil Abel ein besseres Opfer gebracht hat. Nämlich sein, ne? Das ist das Symbol, dass Abel eben Jesus Christus repräsentiert, weil Jesus Christus das bessere Opfer gebracht hat als Israel mit den Stieren und Böcken. Ja, das stimmt. Aber es sind Brüder. Der Herr Jesus war ja Jude. Also sind ja untereinander Brüder, die Israelis, die 12 Stämme. Sehr gut. Ja, die nennen sich untereinander Brüder. Das heißt, sie haben ihren eigenen Bruder Jesus Christus ermordet. Josef und seine 11 Brüder. Wen symbolisiert Josef, der totgeschlagen wurde von seinen neidischen Brüdern? Wen symbolisieren die 11 Brüder, die den Josef totgeschlagen haben? Jesus Christus. Israel. Ja, die 11 Brüder symbolisieren Israel, die aus Neid ihren Bruder totgeschlagen haben, Josef. Und Josef steigt auf. Josef steigt auf später in Ägypten auf der Welt als König über die Juden später. Am Ende. Das ist das Symbol des Herrn Jesus Christus, wenn er später über diese Welt herrschen wird und Israel sich zu ihm bekehren wird und ihn als König ansehen wird, obwohl sie ihn vorher totgeschlagen haben. Sie werden bitter weinen. So war das auch mit den Brüdern von Josef. Als sie ihn erkannt haben, dass sie ihren jede Geschichte in der Bibel hat ein Copyright. Und wenn der Koran diese Geschichten stiehlt, dann können wir einfach Man hört dich nicht, Reza. Du musst dich nochmal wiederholen. Hört ihr mich? Jetzt wieder. Jetzt. Der Vater repräsentiert Gott, den Vater, der bereit war, seinen Sohn Jesus Christus zu opfern. Abraham war bereit, seinen Sohn Isaac zu opfern. Du siehst, in allen Geschichten ist immer ein Hinweis auf den Herrn Jesus Christus. Immer. Und vor allen Dingen, Isaac war ja keine Fehler. Gott macht ja keine Fehler. Der weiß ja gar nicht, versuchen da irgendwas dran hinzurütteln. Oder versuchen zu verfälschen oder so. Das geht nicht. Ja, genau. Dann können wir sofort erkennen, hey, du hast gestohlen unsere Geschichte. Das ist Jesus Christus. Das hat bei dir überhaupt nichts zu suchen in deiner Religion, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Genau. Der Sinn und die Weisheit bleibt in der Bibel vorhanden. Bis zum Ende. Von Anfang bis zum Ende.
Ja, Gott hat sich was dabei gedacht, diese ganzen Geschichten in die Bibel reinzupacken, damit niemand auf die Idee kommt, zu versuchen, eine andere Glaubensrichtung zu gründen auf diese Geschichten. Ne? Da fliegt ja alles auseinander. Ja. Und das war Mohammed sich nicht bewusst. Ne? Ja. Was ist mit dem David? König David. Erstens wurde er als gering geachtet, als ein kleiner Junge, unbedeutend. Und später steigt er auf zum König von Israel. Der Hirte. Warum ist der David ein Hirte? Ja, Johannes 10. Der gute Hirte, sagt der Jesus. Ich bin der gute Hirte. Das heißt, also die Symbolik von David, der Hirte, der Schafe gehütet hat, ist auch wieder ein Symbol auf den Herrn Jesus Christus. Der Geringe, der später zum König über Israel aufsteigt. Alle Geschichten handeln vom Herrn Jesus Christus. Und wenn der Islam meint, der Koran, diese Geschichten zu stehlen und einfach in den Koran zu packen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Weil der Sinn ist in der Bibel, im Herrn Jesus Christus. Und wenn man das begriffen hat, dann fällt es einem sofort auf, dass der Islam das einfach gestohlen hat, diese ganzen Geschichten, und neue Religion gebastelt hat, aber der Sinn bringt dich trotzdem zum Sinn der Bibel. Zu dem messianischen Person Jesus Christus in der Bibel und nicht der Messian, also der Person Jesu Christi im Koran. Der macht da überhaupt keinen Sinn in diesen Geschichten. Diese Geschichten machen nur Sinn auf die Person Jesu Christi in der Bibel, aber nicht der Isa aus dem Koran. Hey, Bruder Reza, ich muss raus, ich muss zur Arbeit, ja? Ja, alles klar, mein Lieber. Bis bald. Okay, ich gehe raus. Gottes Segen dir. Gottes Segen, ciao. Ja, da seht ihr, dass eben in jeder Geschichte eine Copyright ist, ihr Lieben. Und deswegen lasst euch nicht verführen. Durch Religion und so weiter. Der Gott der Bibel. Überleg mal, wie intelligent diese Geschichten sind. Die ganze Menschheitsgeschichte ist ja in der Bibel und das deutet alles auf den Herrn Jesus Christus. Wer kann denn sowas machen? Kein Mensch kann so ein Buch schreiben. Das alles so intelligent Weisheiten beinhalten, dass das alles auf den Herrn Jesus Christus zu deuten ist. Das kann doch kein Mensch. Die gesamte Weltgeschichte dreht sich um den Herrn Jesus Christus. Ja. Da sieht man eben die Handschrift Gottes überall, überall. Und wie der Satan eben stiehlt und versucht, die Menschen halt abzubringen. Vom biblischen Jesus Christus, damit sie eben in die Hölle kommen. Und versucht, die alle zu verführen, damit sie in den ewigen Feuersee landen. Und ja, mit